Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Lego Jurassic Park. Ich gehe mal kurz ein bisschen weg von dem Hubschrauber, weil ich glaube, der ist relativ laut. Ja, wir sind jetzt hier im Jurassic Park auf der Isla Nubla angekommen. Und zwar werden wir jetzt erstmal den ersten Film, also die Filme chronologisch praktisch durchspielen und nicht zuerst in die Jurassic World gehen. So, wir müssen jetzt hier mal in das Fahrzeug einsteigen. Und können gleich mal ein bisschen Auto fahren. Also wie gesagt, wir gehen chronologisch durch. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Vor allem für diejenigen... Jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, sollte sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Okay, macht Sinn vor allem für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir wollen ja da nichts vorgreifen. Aber wir spielen das sicherlich auch noch. Also beeilt euch mit dem Film gucken, bitte. So, wir machen das wieder wie letztes Mal. Ich werde jetzt nicht mehr so viel quatschen, weil das ist ja... Die Kollegen hier reden ja schon relativ viel. So, wir graben hier mal die Schalttafel aus. Die können wir dann auch gleich mal zusammen basteln. Ups. So, und weiter geht's. Kleiner Hinweis vielleicht noch, falls euch wundert, dass die Musik aus ist. Da gab es ein paar Probleme. Wegen den Rechten und so und bla. Und ja, das Übliche halt. Deshalb habe ich die mal ausgemacht. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Ja, in 48 Stunden seid ihr alle tot. Nein, Quatsch. Die Spezies der Feriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Mhm. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Brent, liebe Dr. Sadler, willkommen. Jurassic Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Also ich finde es auf jeden Fall mal sehr cool, dass, wenn man die Musik ausmacht in den Prologen, trotzdem die Musik da ist. Von daher, ganz prima. Muss ich mal schauen, ob ich das dann rausschnipple. Also nicht wundern, falls jetzt da ein Teil fehlt. Oder auch nicht. Mal gucken. So, wir fahren mal ein bisschen weiter. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht bei dem Dino so stehen. Wir fahren einfach mal ein bisschen weiter. Ein bisschen warten, dass alle da sind. Und dann geht's los. Hopsala. Und ich vermute mal auch. Alles nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Mir soll's recht sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite nur Pflanzenfresser. Ja, mir ist es nicht recht, weil wir wollen ja weiterkommen. Da ist ein Rädchen. So, kicken wir mal hier auf der anderen Seite. Oh, da muss bestimmt wieder hier Dr. Grant hin und das durchschnippeln mit seiner Raptorenkralle. Hey!
Oh. Nein, was mache ich denn? Ah. Schon wieder leicht verwirrt hier. Ja, das hat mal funktioniert, sage ich mal. Dann fahren wir mal weiter. Huch. Kaum ist eine Frau am Steuer, klappt das nicht mehr so mit dem Fahren. Kleines Klischee. Da stehen die Autos. Und hier ist ein Safe Point, oder? Ne, ist kein Safe Point, schade. So, noch ein bisschen weiterspielen. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Tja, die haben wir gerade auch gesehen, Mr. DNS. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Lade. Aber es gibt hier sehr interessante Infos, die hier immer dazwischen durchstehen. Also es ist ganz cool. Auch wenn ihr das andere Let's Play euch anschaut, Jurassic Park Operation Genesis, hier gibt es auch ein paar Infos über ein paar Dinos. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Sorry. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Oh oh. Kommen Sie schon, los. Jetzt muss er die arme Kuh verfüttern. Eieiei. So, wir sammeln mal noch ein paar Münzen ein. Dass wir am Ende wieder nur 99% haben, das würde mich dann wieder sehr ärgern. Lalalala. Wir werden sicherlich nicht alle Münzen einsammeln. Das ist ja auch mit der Zeit, denke ich, mal ein bisschen langweilig. So. Hier müssen wir rennen, glaube ich. Das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Was fehlt uns noch? Jetzt deppern wir erstmal das hier. Ja. Gehört das nicht zur Gehegeschalttafel? Na bitte, dann haben wir doch da gerade schon mal das Teil gefunden, was dahin gehört.
So, haben wir doch geklärt. So. Hier muss bestimmt eine Elektrostarterin. Ups. Komm schon, Daisy, hier geht's zum Pressen. Ach, Daisy heißt sie. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die da hinkriegen. Mal sehen, ob es wie in Lego Worlds ist, wo wir die Kuh reiten können. Und das klappt. Hüt. Ach nee, das war ja bei Pferden. Brave Kuh. Ist das Rind, was? Diese Raptoren fressen besser als ich. So, der pennt da oben. Hey Caramba, ist es etwa schon morgen? Mein Knie. Das war's für mich. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Solche Schmerzen habe ich nicht mehr gehabt, seit ich mir den Zeh angestoßen habe. Jemand anderes muss den Kram bedienen. Meine Verletzungen sind zu schwer. So, dann bediene ich halt mal den Kran. Geht doch alles automatisch. Ich brauche den Kran nur ein bisschen hin und her bewegen hier. Bon Appetit! Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Ja, genau. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Ja, das ist der Lego-Humor, Leute. Das sind Ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, kein Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park.